Alle Jahre wieder im Kongresshaus in Zürich an der Gourmesse trifft sich die Welt der Genüsse. Anbieter von Nischenprodukten und kleine Produzenten und natürlich ganz viel Gourmets. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser Sondersendung. Für Genießer. Auch die 21. Gourmesse überzeugt mit außergewöhnlichen Produkten und Leckereien, die das Herz der Besucher höher schlagen lässt. Für Veganer. An einer Sondershow präsentieren sich Anbieter von veganen Produkten. Vegan ist aber auch ein Thema an der Fachtagung. Für die Ewigkeit. Seit gut 20 Jahren ist Stefan Schramm verantwortlich für das Gelingen der Gourmesse. Wir unterhalten uns mit dem Gourmetkönig. Die Gourmesse ist eine Plattform für Anbieter von Nischenprodukten, die sich im Markt neu positionieren möchten. Kleinstanbieterrasen, die den Kontakt zu ihren Kunden suchen. Wir haben ein paar von diesen Leckerbissen genauer unter die Lupe genommen. Auf der Suche nach Leckerbissen unter den Leckerbissen stechen uns drei Produzenten besonders ins Auge. Adrian Hirt, Preisträger des Bündner Jungunternehmenpreises 2014 und Produzent von Bündner Rindfleischspezialitäten. Wir machen Bündnerfleisch als jetzt als nach der Rezeptur von meinem Urgroßvater. Und zwar verzichten wir wie damals auf Bökel, Salz, Askarbat, all die E-Nummern. Hat man vor 100 Jahren noch nicht kennt. Und wir machen es nur mit Rotwein, Natursalz und Biogewürz. Wie damals zur Urnennis-Zeiten. Urs Mittelholzer. Der Appenzeller hat sich mit seinem Betrieb auf die Verarbeitung von Jungschweinen spezialisiert. Wir schlachten Zellen mit etwa 50 Kilo schlachten und nicht mit etwa 100 Kilo. Und darum haben wir ein feiner und ein zartes Fleisch. Pascal Sonderegger. Sein Herz schlägt für die Wollschweine, die er im Kanton Thurgau liebevoll züchtet. Der Charakter von dieser Sau finde ich cool. Die gibt dir da wieder retten. Die Liebe, die du dieser Sau gibst, gibt dir die Liebe wieder retten. Indem, dass sie dich anschaut, am Grunzen ist und einfach zufrieden da sein ist. Oder? Drei Produzenten von unterschiedlichen Fleischspezialitäten, denen es gelungen ist, sich von der Masse abzuheben. Sie schwören auf Regionalität und Qualität. Schon bei der Fütterung ihrer Tiere wird besonders darauf Acht gegeben. Also der Konsument weiß, von wo das Fleisch kommt. Es ist regional. Und er weiß, mit was gefüttert ist. Wir verwenden nur Schweizer Getreide und Schweizer Eiweiß im Futter. Und das ist ein bisschen einmalig in der Schweiz. Salat, Blumenkohl, Brokkoli, Herdöpfel, Rüebli, Schwarzwurzeln. Dann hat es ganz alles. Die essen dann wirklich alles essen, die Sauen, oder? Sind sogenannte vegane Säue? Genau, sind rein vegane Sauen. Oder? Die kommen auch kein Fleisch über, nichts, keine Abfallreste vom Restaurant, nichts, wirklich nur Gemüse. Oder? Der Genuss geht eben auch bei den Tieren durch den Magen, was sich positiv auch auf die Qualität des Fleisches auswirkt. Qualität statt Menge. 50 Mutterschweine tümmeln sich auf dem Betrieb von Urs Mittelholzer. Pascal Sonderegger kennt jedes seiner Wollschweine beim Namen. Adrian Hirt verarbeitet lediglich 4 Kühe pro Monat. Das Leben von jedem Tier wird sogar einzeln dokumentiert. Stichwort Kuhtransparenz. Kuhtransparenz ist etwas, das Alpenhirt eigentlich auszeichnet. Und das heisst, wir haben bei jedem Bündnerfleisch, bei jedem Salsitz, bei jedem Bergfleisch, das ist alles rückverfolgbar bis auf die grüne Wiese. Also man kann das Haltbarkeitsdatum eingeben bei den Wurstfleischspezialitäten, die Nummern bei den ganzen Fleischstücken und kriegt eine Geschichte vom Tier. Wie das Tier heisst, wo es aufgewachsen ist, wie viele Nachkommen es hat, auf welchen Alpen das ihre Sommerferien verbracht hat. Die Wollschweine von Pascal Sonderegger machen zwar keine Sommerferien, trotzdem erfreuen sie sich eines wunderbaren Daseins. Sogar nach dem Ableben wird die glückliche Wollsau vom Nose to Tail wertgeschätzt. Es wird dann auch alles verarbeitet, das Gesamtprodukt von der Sau, dass man wirklich auch nichts wegrühren tut von der Sau. Oder? Das heisst, dass man auch das Fett braucht, tut, dass man das Fett nachher herstellen tut, dass man das nachher zum Roten kann nehmen, oder? Das ist zum Beispiel etwas. Oder? Und aus der Wolle gibt es einen Pulli? Nein, da gibt es leider nichts. Nein, aus der Wolle habe ich leider noch nichts herstellen können. Wäre etwas Neues, ja.
Dass Qualität seinen Preis hat, ist allgemein bekannt und zeigt sich auch bei diesen ausgewählten Delikatessen. Umsonst fahndet man nach diesen Produkten beim Großverteiler von nebenan. Fündig wird man nur an der Gourmesse. Wer seit bald 20 Jahren der Tätschmeister von der Gourmesse ist, ist der Stefan Schramm. Herr Schramm, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Was ist Ihnen innerhalb dieser 20 Jahre nie ausgegangen? Auf alle Fälle die Aussteller, die vielen, vielen Aussteller, die vielen Jahre, die uns da treu zur Seite standen und natürlich die Ideen immer gebracht haben und schlussendlich die Messe bereichern. Aussteller, A und O. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Was machen Sie richtig? Ja, was machen wir richtig, was machen wir falsch? Wir machen wenig falsch wahrscheinlich. Richtig machen wir das, dass man wahrscheinlich doch die Nase am Wind hat, die Nase im Markt ist, die Ohren gespitzt hat und auf den Markt hört, auf Aussteller hört, auf Produzenten hört, auf Händler hört und das entsprechend dann umsetzt hier an der Gourmesse. Was sagt Ihnen der Markt in diesem Jahr? Der Markt sagt uns jedes Jahr das Neue. Also jedes Jahr sagt er uns eigentlich fast das Gleiche. Es gibt die vielen, vielen kleinen Produzenten und es gehen immer mehr. Und die kleinen Produzenten, die werden immer kleiner. Das heißt, das sind Manufakturen, Kleinstbetriebe, die sich gegen den Großen, ich sage das jetzt etwas Großen, durchsetzen und behaupten können, indem dass sie ihre Nischen finden. Und wie finden Sie diese Aussteller? Ja, das ist natürlich alles, ich sage dem Maulwurfarbeit. Wir haben ein tolles Team, die sich dann permanent im Markt bewegen, an Anlässen sind, an gewissen Degustationen teilnehmen und natürlich die Zeitung gut lesen und wissen, wo man solche Leute, Aussteller, Produzenten findet. Worauf legen Sie persönlich Wert? Sie sind, wie gesagt, seit gut 20 Jahren mit dabei. Mir ist es ganz wichtig, die Ehrlichkeit, die Integer, dass man ganz integer ist und wenn mir was sagt, zum Aussteller sagt, das ist so, dann ist es so. Also er darf sich darauf verlassen, dass er das vorfindet, was er erzählt bekommt im Verkaufsgespräch. Abschließend noch eine ketzerische Frage. Warum braucht es die Gourmesse eigentlich? Weil jeder Großteiler, jeder Migros, jeder Coop hat eine Delikatessenabteilung. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich bräuchte es dieses Jahr gar nicht, wenn man das vom Großverteiler her sieht. Es braucht es aber doch. Die kleinen Produzenten, die haben nirgendwo eine Plattform, wo sie sich austauschen können, wo sie ihre Produkte präsentieren können. Und das ist die Gourmesse. Die bietet den kleinen Produzenten die Plattform und dann noch in dem Ort Zürich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier passiert so viel. Hier ist er aufgehoben. Wohin geht die Reise? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir wissen, dass die Gourmesse das Location-Problem hat. Auch wir müssen mit dem Umbau des Kongresshauses leben müssen. Das heißt, ab 2017 wird das Kongresshaus zu 99% umgebaut. Wir suchen nach Alternativen. Schwer wird es in der Stadt Zürich Platz zu finden. Wir sind sehr links oder die Stadt ist sehr links regiert. Das macht es recht kompliziert. Wir werden uns wahrscheinlich am Stadtrand in Agglomeration wiederfinden. Ein Schwerpunkt von der Gourmesse ist die vegane Sondershow. Nicht für Birkenstock-tragende Körnepicker, sondern für emanzipierte Genussmenschen und Trendsetter. Die vegane Küche liegt im Trend. Auch die Nachfrage nach veganen Produkten nimmt immer mehr zu. Mit einer Sondershow wird die Gourmesse der steigenden Nachfrage gerecht. Es ist sicher eine grosse Offenheit herum. Gerade in den letzten Jahren, in den letzten 3-4 Jahren hat sich sehr viel verändert. Es gibt viele neue Produkte. Sie haben dazugewonnen, was auch den Geschmack anbelangt. Es hat sehr viele Novitäten herum. Und das merken wir. Also die Leute sind neugierig, möchten wissen, wie schmeckt das und probieren den auch aus. Genussmomente à la vegan, ausschließlich auf pflanzlicher Basis, werden hier feilgeboten. Obwohl die vegane Küche eine ausgewogene Ernährung möglich macht, kämpft diese Küche nach wie vor gegen Vorurteile. Was mir ganz häufig gefragt werden, ist erstens, was kannst du denn überhaupt noch essen? Wir hatten das Gefühl, wir sind alles so ein bisschen Spargel, das ist überhaupt nicht der Fall. Und auch woher kommt das Protein über, also das Eiweiß? Wir haben das Gefühl, im Fleisch hat sehr viel Eiweiß, das ist ja so. Aber es gibt halt auch wirklich sehr viele vegane Produkte, wo es genug Eiweiß drin hat. Die Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort von der veganen Geschmacksvielfalt und den Highlights überzeugen. Ich persönlich habe 3 Highlights, ich glaube Besucherinnen und Besucher auch. Das ist einerseits ein wahnsinnig guter Schoki-Aufstrich, der ohne Palmfett auskommt, was ich persönlich super finde, der einfach auch geschmacklich sensationell ist, wie so ein bisschen das Innere von einem Trüff, wo man Lust hat, um sich reinzulegen. Es gibt sehr feines veganes Glace und vegane Guetzli. Und mein wirklich ganz persönlicher Highlight, das ist ein veganer Camembert, wo ich skeptisch war am Anfang und dachte, schmeckt das denn? Aber er ist sensationell, cremig, weich, ein richtig schöner Schimmel. Also ich finde das ganz toll.
Bei diesen Delikatessen dieselben geschmacklichen Texturen zu erreichen, ist die große Herausforderung. Ganz ohne tierische Produkte. Und beim Veganen muss man da halt Alternativen finden, die das gleiche Ergebnis anbringen, ohne dass es jetzt zum Beispiel das Guetzli verbröselt oder der Schokoaufstrich einfach nur viel Zucker drin hat oder halt die Cremigkeit bei einem Käse. So, das sind die Herausforderungen. Ja. Und das sind die drei, die ich da jetzt erwähnt habe, sensationell gelöst. Die vegane Küche wird aber auch an der Fachtagung der Gourmesse heiß thematisiert. In einer lockeren Atmosphäre diskutiert Food-Journalist Patrick Zbinden mit Experten über das Potenzial, die Chancen und die Risiken der veganen Küche. Herr Zbinden, da an der Gourmesse ist dem Thema vegan so eine eigene Sonderschau gewidmet. Warum ist vegan im Trend? Vielschichtige Gründe. Es gibt natürlich einerseits ein Bewusstsein, das sich verändert von vielen Leuten. Die haben genug von diesen ganzen Fleischskandalen, Tierhaltungsbilder, die man gesehen hat. Und ja, entsprechend daraus ist natürlich auch die Bewegung auch entstanden. Es gibt aber auch andere Gründe, beispielsweise einfach gesundheitliche Überlegungen, die je nachdem jemand haben kann, dass er sich eben vegan oder also ohne tierische Produkte nachher ernährt. Vegan hat ja oft noch den Ruf so ein bisschen von altbacken, so ein bisschen Birkenstockträger. Warum ist das heute nicht mehr so? Ich denke unter anderem auch, weil natürlich ein Lifestyle damit anfangen aufgebaut worden ist. Ob das jetzt von irgendwelchen Filmstars sind, die sich dazu bekennen. Aber auch einfach junge, Anführungszeichen, Schlusszeichen, dynamische Leute, die vor der Kamera stehen, eure Bücher produzieren und sagen, hey, ja, man muss sich nicht irgendwie in einen bestimmten Katalog drucken lassen, damit man Veganer sein kann. Sondern es ist ein Lifestyle. Das geht natürlich nachher weiter. Es gibt dann die entsprechenden Cafés, die entsprechenden Restaurants, wo dann alles andere als altbacken daherkommen. Und so kann man eigentlich den veganen Lifestyle heute problemlos eben als tatsächlich eben Lifestyle leben. Ein Thema ist immer das Protein, dass man zu wenig Protein bekommt. Wie kann man das lösen, das Problem? Also in Europa gibt es niemanden, der unter Proteinmangel leidet. Das ist einfach so ein Irrglaube. Im Gegenteil, die Leute essen viel zu viel Protein oder eben zu viel Eiweiß mit den entsprechenden Krankheitsbildern. Sicher, nebst dem ganzen vielen Zucker, der eben auch zu viel gegessen wird, sind Protein und eben Zucker sind die grossen Probleme heute in der Zivilisation, oder eben, wo nachher die Zivilisationskrankheiten daraus entstehen. Von dem her, also Protein, da muss man sich keine Sorgen drum machen. Findet auf der anderen Seite ein Umdenken statt bei den Fleischproduzenten? Also, was mir jetzt aufgefallen ist, hier an der Gourmesse, es hat sehr, sehr viele Anbieter von qualitativ hochstehendem Fleisch. Auf jeden Fall. Auch das natürlich im Zuge von diesen skandalisierten Bildern, die man gesehen hat, rund um Fleischproduktion, Transport von Tieren, bis hin auch vom Missbrauch, wo man wirklich Konsumenten ja über den Tisch gezogen hat mit vergammeltem Fleisch oder irgendwelchen Pferdefleisch, das da irgendwo in Rinderlasagne, in Rinderfleisch auftaucht ist. Von dem her muss man sich natürlich heute auch fragen als Produzent von Fleisch, wo will ich, wie weit ist mir auch wichtig ein ethischer oder eben auch ein tiergerechter Aspekt in die Produktion einzufliessen lassen von meinem Fleisch. Und entsprechend, wenn man das anfängt durchzudenken, steht nicht mehr die Masse im Vordergrund, sondern die Qualität, die natürlich auch einen höheren Preis hat. Eigentlich egal, ob vegan, Fleisch, mit oder ohne Wolle, Hauptsache es mundet. Ich sage Tschüss miteinander, ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns wieder in der nächsten Sendung. So hervorragend.